Hallo und herzlich willkommen aus dem verregneten Hirschfelden. Ja, ich habe gesagt, nachdem das letzte Woche nicht ganz so gut geklappt hat und ja, dafür die Woche mit dem Polarbären so schnell vorüberging und in zwei Folgen schon, oder beziehungsweise in der ersten Folge ja eigentlich schon zwei Polarbären geschossen, in der zweiten Folge dann halt den zweiten erst eingesammelt und mal noch geschaut, wie es aussieht, wenn man erfriert, habe ich gedacht, okay, dann machst du nochmal drei Folgen Hirschfelden dran. Habe erst überlegt, machst du nach Rogaru Bayou, denn es wurde sich auch mal noch gewünscht, ob ich denn nicht mal Enten jagen kann, aber ich muss sagen, ich finde halt so die Vogeljagd für ein Let's Play, ist nicht unbedingt so geeignet, weil man sitzt halt still in seinem Vogeltarnzelt und wartet, dass mal ein Schwarm über einen herzieht, dann holt man die Tröte aus der Tasche, fängt an zu tröten, hofft, was anlocken zu können und ja, wenn man es schafft und das dann ja, zur Landung ansetzt, beziehungsweise eben dann anfängt zu kreiseln, dann macht man nochmal einen Futterlockruf, um sie noch ein bisschen näher an sich ranzulocken, dann wird zur Waffe gegriffen und sie werden geballert und ja, dann wartet man wieder teilweise 5 oder 10 Minuten, das kann im Extremfall sogar noch länger sein, bis dann wieder der nächste Schwarm ankommt und man wieder ein paar Vögelchen angelockt bekommt, also ja, für ein Let's Play, für so eine Let's Play-Folge ist es doch eher langweilig. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Vogeljagd-Video, dass ich einfach mal eine Stunde Vogel jage und ja, schneide mir da so die besten Szenen auf 15 Minuten zusammen oder so. Aber so wie hier im Let's Play, wo man wirklich jetzt zwischendrin keinen Schnitt hat, finde ich es einfach zu langweilig oder auch zu langwierig. Also da mache ich vielleicht, das soll jetzt noch kein Versprechen sein und sicherlich auch nicht in nächster Zeit, denn wie ja erwähnt, ich ziehe demnächst um, also Zeit habe ich schon mal gar keine im Moment. Aber ja, schauen wir mal. Irgendwann Richtung Sommer vielleicht, wenn es dann wieder ein bisschen besser aussieht und dann auch mal ein paar Tage sind, an denen nicht die Sonne so super schön scheint, dass man draußen unterm Baum liegt oder im Schwimmbad die Füße ein bisschen im Wasser baumeln lässt, sondern wirklich mal sagt, okay, jetzt habe ich eine Stunde oder zwei über und ja, kann mich hier dann dementsprechend hinhocken, zumindest mal das Ganze aufnehmen. Und ja, dann eben auch nochmal die Zeit finden, das Ganze natürlich dann zusammenzuschneiden. Und ja, das ist natürlich auch klar, müsst ihr auch sehen, wenn man da eine Stunde aufnimmt, dann muss man sich diese Stunde natürlich auch nochmal so am Stück angucken und muss schon mal anfangen, sich Markierungen zu setzen. Wo könnte man denn einen Schnitt setzen? Dann schaut mal, okay, wenn ich das jetzt so zusammenschneide, wie viele Minuten gibt das? Merkt, oh je, jetzt sind es vielleicht 28 Minuten, ist immer noch zu lang, muss ich also noch mehr raussortieren, also wieder durchgucken, was kann noch weggeschnitten werden, was bleibt drin und dementsprechend sind so Videos also wirklich sehr, sehr zeitintensiv. So, da hinten habe ich Bewegung gesehen. Da kommt's scheinbar. Ja, da kommt's. Wunderbar. Aber hat scheinbar ein recht helles Geweih. Zumindest glänzt es relativ hell. Das ist dann eher meistens noch nicht ganz so groß. So, wir lassen es mal was näher kommen. Ah, 100 Meter wäre schon durchaus möglich. So liegend wäre natürlich eigentlich perfekt für die 306, die 3006, so. Die 3006, aber eben bei Reh würde ich doch eher hier zu dem etwas kleineren Kaliber greifen. So, da sehen wir das Gehirn auch noch ein bisschen. So, 20 bis 25 Kilo, aber der Score ist jetzt nicht der allerhöchste.
Da liegt's. Schön in den Schuss reinlaufen lassen. Das braucht ein bisschen Übung, bis man das gut hinbekommt. Aber gerade bei den Rehen, die sind auch nicht immer langsam unterwegs. Also da muss man schon ein bisschen üben. Aber Rehe habe ich inzwischen doch schon ein paar geschossen. Also hat man gesehen, da habe ich inzwischen doch schon ein bisschen ein Händchen für. Das funktioniert doch inzwischen häufiger. Hatte ich nachgeladen? Nee, noch nicht. Das machen wir mal noch. Derweil gehen wir hier an die Spur noch. Dann können wir wieder 3 Spuren aufsammeln für den Skill. So, jetzt wollte ich eigentlich noch mal ein paar Rothirschen zeigen. Was haben wir? Einen Rotfuchs, einen Reh. Aber noch keinen Hirsch. Heute noch keinen gesehen. Ja, ich weiß nicht. War ich hier mit 13 Uhr starten vielleicht noch zu früh am Mittag? Ja, aber so ein hoher Score ist das nicht. Das Geweih ist wirklich noch recht hell und es hat eben auch nur diese eine Abzweigung. Und die größeren, die haben dann eben auf jeden Fall auch schon 2. Ja, da sehen wir noch unter 100, also das war jetzt nicht so super doll, aber 21,4 Kilo, also da wird man auch noch einen Moment satt von. Das reicht für eine größere Grillparty, kein Thema. Ja, es könnte natürlich jetzt sein, dass die Rothirsche noch sehr im Wald drin sitzen und Siesta halten, ihr Mittagsschlaf und deswegen hier jetzt noch nicht so viel zu sehen ist. Bin ja sonst meist auch mehr in den Morgenstunden auf der Jagd unterwegs, aber ich habe mir gedacht, komm, probier mal mittags, nachmittags hier loszuziehen. So, was haben wir denn hier für Spuren? Reh, schon wieder Reh. Naja, da ja noch eine zweite ist, nehmen wir uns die auch noch mit. Aber wo sind denn die Hirsche? Die Hirsche sind heute weg. Die sind heute auf einer anderen Map unterwegs. Die sind alle nach... wo gibt's denn noch Rothirsche? Ja, die sind dann alle nach Valdebar. Machen dort einen Ausflug in den französischen Alpen. Und deswegen können wir sie hier nicht finden. So, was gibt's denn hier für Spuren? Ah, es gibt doch noch ein paar Rothirschen hier. Weibchen. Ah, okay. Und das war auch von der Aufgabe. Ja, schade, dass das da immer so einen kleinen Ruckler gibt. Aber die sind alle in die andere Richtung gezogen. Dementsprechend, ja, hätten wir sie ja eigentlich sehen müssen. Da haben wir auch nochmal eine Spur, aber wir sehen ja auch 48 bis 60 oder bis über 60 Minuten. Also ja, dieses Rudel, das ist schon lange, lange hier vorbeigezogen. Da haben wir hier jetzt eben keine Chance drauf zu stoßen, außer sie sind einen Bogen gelaufen, irgendwo im Kreis und kommen uns gleich doch nochmal irgendwo entgegen. Aber ja, wahrscheinlich stoßen wir eher auf die Verwandten als auf diese hier. Aber wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, ich habe jetzt gar nicht so, ich klicke die Spuren hier immer an, aber ich gucke gar nicht ständig aufs Huntermate drauf, was es war. Aber ich meine, es wären jetzt alles auch nur Weibchen gewesen. Mir ist auf jeden Fall kein Hirsch aufgefallen. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht so 100%. Das Ganze beobachtet. Halt anklicken, Spuren mitnehmen. Ja, klar, klack, 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 das macht man. Man will ja auch weiter skillen. Aber es kommt mir auch häufig bei der Sichtung vor, irgendwo 3 Tiere und klack, 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 erstmal alle 3 nacheinander sichten und dann überlegt man sich, welches war jetzt eigentlich das Größte? Du hast dir gar nicht die Werte genau angeschaut, geschweige denn dementsprechend sich die Werte mal gemerkt. Also nochmal alle 3 anschauen und nochmal gucken, wer ist denn jetzt hier der Größte, der, wo die Wahrscheinlichkeit, einen guten Score zu bekommen, am schönsten ist oder am größten ist. Ja, das passiert mir halt dann durchaus auch mal. Oder, naja, mal passiert mir öfter. So bin ich halt. Nehmt mich so, wie ich bin. Was Besseres kriegt ihr nicht.
So, hier die Spur nehmen wir auch noch mit. Da, 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 da. So, ein Reh, von dem wir noch keine Spur hatten. So, und ich würde sagen, aber so langsam, aber sicher, können wir mal wieder hier so nach links abdrehen. Ja, da haben wir auch mal noch ein Füchschen. Männlich 0 bis 10 Kilo. Ja, da hatten wir heute schon einen. Also ich heute beim Jagen, ihr gestern in der Folge. Also hier so ein bisschen, na, ich glaube, ich kann sogar noch ein bisschen weiter nach links rüberziehen. Ich könnte mir ja mal 9 Punkte setzen. Obwohl, wir könnten hier so gerade laufen, dass wir hier rüber gehen und ja, dass ich dann vielleicht sogar hier rüber zu diesem Ansitz gehe. Da gehe ich nämlich auch immer wieder gerne hin. Dann bin ich hier sogar halbwegs richtig auf Kurs. Und ja, man kann dann natürlich auch hier so jetzt sagen, jetzt laufe ich ja ziemlich gerade auf den Punkt zu, drücke ich X, mache mir also meinen Hals beweglich. Und dann kann ich auch hier mal so umgucken, ohne dass ich das dadurch jetzt eben hier meine... ja, meine Laufrichtung verändere, sondern ich laufe nach wie vor hier vorne auf den Punkt zu. Und ja, das ist ein Weibchen irgendwo da hinten. Weibchen, Weibchen, wollen wir ein Weibchen? Nee, komm, wir ziehen mal weiter. Denn es ist ja eigentlich auch nicht unser Zieltier. Ich wollte ja gerne eher noch ein Rothirsch und ja, kein Rehweibchen. Wäre jetzt Reh heute unser Zieltier gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viele Rehe schießen. Dann hätte ich es mitgenommen. So sparen wir uns die Munition und vor allen Dingen machen wir keinen Krach. Okay, gut, ich habe den Bogen dabei. Wir hätten auch lautlos schießen können. Aber ja, muss man bei Reh auch immer vorsichtig sein. Denn die kommen ja gerne dann nicht langsam daher gezogen, dass man in Ruhe zielen kann, sondern wenn die auf so einen Ruf ankommen, dann kommen die eben auch gerne angetrabt. Gerade die Weibchen, die sind dann ungeduldig und kommen da angestürmt. Ja, juhu, da hast du doch gerufen, wo bist du denn? Und ja, dann muss man entweder ein Stückchen weit schon wieder vom Call entfernt sein und eine gute Deckung haben, oder aber man wird entdeckt und ja, dann sieht man nur noch die Rücklichter. Nein, das ist kein Rennspiel, dann sehen wir halt nur noch die Staubwolke, denn das Reh gibt dann Hackengas. Und so, wir müssen mal den Hals wieder starr machen, dass wir hier um die Bäume drumherum kommen. Und dementsprechend ist also Reh so auf festen Boden oder auf einen normalen Boden mit dem Bogen etwas schwieriger. Sitzen wir erhöht, dass wir irgendwo auf einem Ansitz, Baumansitz, auf einem festen Ansitz oder so oder auf einem querstehenden Baum. Gibt es ja auch, dass die teilweise mal so quer rüberstehen, so halb umgefallen, dann können wir da drauf gehen und sind erhöht. Dann ist das schon wieder eher möglich, aber auch da muss man eben gucken, dass man dann nicht oben auf dem Ansitz callt, sondern eben ein Stückchen weit davon entfernt. Denn wenn die genau unter einem dann stehen, das war eine neue Spur, das war wieder ein Männchen. So, dann lass uns das hier mal callen. Und dann gehen wir jetzt aber mal hier ein Stückchen weiter. Da würde ich gerne da oben drauf gehen. Fürs Gewehr ist das auf jeden Fall durchaus auch noch eine gute Entfernung. Und wie gesagt, wenn das Reh dort zu dem Callpunkt kommt, dann sind wir hier noch ein bisschen entfernt, sind ein bisschen in Deckung. So, irgendwo da drüben, irgendwo da hat es gerufen. Also wir müssen schauen, wo es dann herkommt. Da oben haben wir dann auch eine Spur, die wir noch analysieren können, die wir uns genauestens anschauen können. Und wir haben ein gutes Blickfeld zu der Stelle, an der wir eben gecallt haben. So, schauen wir mal, was ist das hier?
Das ist Rotfuchs. Nehmen wir mal an, 5 bis 15 Kilo. Also könnte etwas schwerer sein. Hier haben wir auch nochmal eine Rehspur. Weibchen. So, und wir... Ah, nein, Mist, es hat uns gesehen. Es kam da schon an und muss uns gesehen haben, denn es hat hier umgedreht, da flüchtet es weg. Schade. Schade, da waren wir jetzt doch zu langsam. Da hätten wir schneller hier sein müssen und eben liegend und möglichst keine Bewegung mehr. Und dann wäre die Chance da gewesen, dass es eben da vorne hingerannt wäre und wir hätten, egal jetzt welche Waffe, eben so auf die Entfernung noch rangezoomt. Hätten wir da sehr, sehr schönen Schuss abgeben können, aber so, ja. Dumm gelaufen. Ja, wir haben hier halt natürlich auch keine Tarnung. Es gibt ja noch die andere Tarnung für die Map, wo wir eben wirklich auch auf offenem Feld eine bessere Tarnung haben. Das hier ist eben eher für die Waldgebiete und wir waren halt nicht im Wald drin. Und das wurde uns jetzt zum Verhängnis. Dadurch waren wir dann doch leicht zu sehen. Schade. Den Bock hätten wir uns noch mitnehmen können. So ist es nichts geworden. Vielleicht hätten wir auch einfach nicht hier rüber, sondern ein Stück zurück unter die Bäume drunter gehen sollen. Vielleicht hätte es dann besser funktioniert. Aber ja, hinterher ist man sowieso immer schlauer. Von dem her, ja, können wir jetzt auch mal drauf verzichten. So haben wir zumindest keinen Schuss abgefeuert, der nicht getroffen hat oder der schlecht getroffen hat, sondern wir haben halt nur ein Reh angelockt und ja, es ist nicht drauf reingefallen, hat uns entdeckt und ist wieder abgehauen. Hat Glück gehabt, darf noch länger leben. Hat ja auch was für sich. So. Und ich würde sagen, damit ihr das hier noch länger überlebt und nicht von meinem dummen Geschwätz tot umfallt, mache ich hier mal Feierabend. Und ja, schon wieder ein Männchen da vorne. Und ob wir das bekommen, das sehen wir morgen in der Folge. Bis dann, ciao.